Ein Aquarium. Was glaubst du, wie viele verschiedene Sorten da drin sind, Herr? Das kannst du gar nicht raten. 23. Hier ist das ja keine Kunst, dass man in einem Geschäft geht und sich 23 verschiedene Sorten Zierfische kauft, weil es ja mehr als 40.000 verschiedene Sorten in den Gewässern der Erde gibt. Die Walfische aber auch dabei. 40.000. Da wird es aber ein größeres Aquarium brauchen. Nicht alles, was schwimmt, ist auch als Zierfisch geeignet. Da gibt es Sorten, die kannst du in Gefangenschaft gar nicht halten. Die gehen ja ein, auch wenn du ein Aquarium mit allen Raffinessen hast. Mensch. Was? Forelle? Nee, das sind alles Exoten. Also wenn du zum Beispiel jetzt 23 verschiedene Sorten Zierfische kaufst und die tust du dann in dein Aquarium rein, dann kannst du aber eine ganz schön böse Überraschung haben. Ich kaufe mir kein Aquarium. Kann ich mir nicht leisten. Ja, so ein Aquarium ist ja nur bei der Anschaffung teuer, dann nicht mehr. Also auch wenn es Fische gibt, die 50 Mark und mehr kosten, das Stück, aber die braucht man nicht. Ach, guck mal, das ist also echt so einer. 90 Mark. Schön. Ja, also du tust jetzt deine gekauften Fische in dein Aquarium rein, aber am nächsten Morgen, wenn du aufstehst und dich freuen willst, stehst du davor, zählst. Ich garantiere dir, du kommst nicht auf 23. Kannibalenfische, oder? Genau, das ist das große Problem. Das ist das große Problem. Wenn man da keinen Fisch verstopft hat, dann treffen sich gegenseitig auf. Guck mal, der da zum Beispiel, der hat nur noch eine halbe Schwanzflosse. Genau. Das ist jetzt interessant und spannend, wie das weitergeht. Lassen die anderen den in Ruhe oder fressen die den ganz auf?